Berry Islands, die Berry Islands sind eine Inselgruppe der Bahamas. Weitere Ziele, Chabki-Grät-Habaki. Hintergrund, die Inselgruppe liegt 58 Kilometer nördlich von Nassau. Sie besteht aus einer halbkreisförmigen Kette von 30 kleinen Inseln am Rand der Grät-Bahama-Bank. Im Norden beginnen sie beim grät herbki im Süden liegt Chabki. Sie sind zum großen Teil unbewohnt oder befinden sich in Privatbesitz. Die gesamte Landfläche der Biminis beträgt nur 31 Quadratkilometer, auf allen Inseln zusammen leben etwa 700 Menschen. Erst im Jahre 1836 begann die Besiedlung durch freigelassene Sklaven. Governor Kohlbrook versuchte, sie auf dem Grätherbaki heimisch zu machen. Der schlechte Boden ließ aber keinen Ackerbau zu, dadurch scheiterte das Projekt. Die Inseln sind beliebte Tauchgebiete und viele Yachten auf dem Weg von Florida nach Nassau machen dort Station. Es wird behauptet, es gebe dort mehr Millionäre pro Quadratmeile, als irgendwo anders auf der Erde. Im Jahre 1992 wurde Chabki vom Wirbelsturm Endro schwer beschädigt. Das dortige Hotel mit Restaurant und Marina wurden vollständig neu wieder aufgebaut. Die Inseln Olderski, Key, -Key Bonskis, Krebki, Kokrotschki, -Key, -Key, Fraziershukki, -Key, Frosenki, -Key, Little Harbourki, Little Veilki, vale Peteki und Welki befinden sich ebenfalls in privatem Besitz. Aldaki Aldaki ist eine 33 Hektar große Insel in Privatbesitz. Sie ist voll erschlossen und von feinem Sandstrand umgeben. Es gibt dort ein Gästehaus mit sechs Schlafräumen, Klimaanlage, beheiztem Schwimmbad, Tennisplatz und Marina. Zusätzlich gibt es ein Cottage für den Verwalter und angestellten Wohnungen. Die Insel kann mit Boot, Wasserflugzeug oder Hubschrauber erreicht werden. Die Entfernung nach Nassau beträgt 56 Kilometer. Zurzeit steht die Insel mit 8,5 Millionen Dollar auf der Verkaufsliste. http://bahamasb2b.com Bequellki, diese L-förmige, 295 Hektar große Insel mit 22 Kilometern Küstenlinie, befindet sich in Privatbesitz. Auf dem Kie befand sich für eine Kokos- und Sisalplantage und im Meer würden Schwämme gefischt. An der Westspitze befindet sich ein Leuchtturm. Daneben gibt es dort eine der ältesten anglikanischen Kirchen, die auf den Berries gebaut wurde. Im Jahre 1934 kaufte die englische Rennbootsportlerin Betty Karst erst die Insel. Arbeiter aus Nassau kamen, bauten Straßen, Gartenanlagen, ein Plantagenhaus, die Kirche und den Leuchtturm. Niemand außer ihren Gästen durfte die Insel betreten, dafür hatte sie 276 bahamesische Hausangestellte. Nach ihrem Tod verfiel das Anwesen. 1975 wurde sie an einen kanadischen Investor verkauft. Die alten Gebäude wurden renoviert, es entstanden Grundstücke für Luxushäuser. Ein Flugplatz, auf dem kleine Jetmaschinen landen können, wurde gebaut. Nach dem Tod des Kanadiers gab es für einige Jahre einen Stillstand. Nun gibt es einen Amerikaner, der die kanadischen Ideen weiter vorantreiben will. http://valecai.com Bonski Bons oder Bonski befindet sich in privatem Besitz. Die Insel ist 225 Hektar groß, etwa 5,5 km lang und bis zu 800 Metern breit. Flache Hügel erreichen eine Höhe von 8 bis 9 Metern. Zur Atlantikseite hin ist das Land höher. An der Westküste findet man einige grüne, bewaldete Täler. Die Insel steht zurzeit mit 7,5 Millionen Dollar auf der Verkaufsliste. Bird Key Bird Key wurde in den 1940er Jahren von dem Engländer und Erben von Standard Oil, Francis Francis, erschlossen. Francis war Mitglied der englischen Olympiamannschaft, ein guter Reiter und der beste Amateurgolfer des 20. Jahrhunderts. Er gewann die Swiss Open und wurde zu den US Masters eingeladen. Während des Zweiten Weltkrieges gehörten ihm die vier angesagtesten Nachtclubs in London. Nach dem Krieg entschloss er sich, diese Insel zu kaufen, um seine Kinder dort großzuziehen. Sestanki Diese Insel ist nur durch einen schmalen Wasserstreifen von Harbaki getrennt. Einige kleine Hügel erreichen eine Höhe von maximal 18 Metern. Vor etwa 20 Jahren wurden vom heutigen Eigentümer Pläne für die Erschließung durchgeführt. Ein Flugplatz und asphaltierte Straßen wurden gebaut, rund 250 Grundstücke vermessen. Ein Teil der Grundstücke konnte verkauft werden, bebaute Anwesen lassen sich aber an zwei Händen abzählen. Kokrotschki, diese unbewohnte, unberührte Insel, liegt ca. 50 Kilometer nordwestlich von Nassau nahe Frasers und Wilki. Der nächste Einreisehafen und private Flughafen liegen auf Tschabki. Kokrotschki befindet sich mitten in einem wahrhaft außergewöhnlichen Angelrevier. Das Ki verfügt über gute Wasserquellen und ist ca. 1450 Meter lang und an ihrer breitesten Stelle ca. 640 Meter breit. Es gibt einen guten Ankerplatz und Tiefwasserzugang von Osten. Der höchste Punkt der Insel ist ungefähr 4,50 Meter hoch. Da die Insel drei Kilometer vom offenen Meer entfernt ist, mit Sandbänken vor der Westküste, gibt es mehrere geschützte Ankerplätze und keine Flutwellen. Eine Baugenehmigung für ein Hotel und 27 erstklassige Baugrundstücke ist vorhanden, ebenso eine Umweltverträglichkeitsstudie. Zusätzlich existiert ein Entwurf für eine Bebauung inklusive Versorgungseinrichtungen und Marina. http Devilski Diese Insel ist 47 Hektar groß. An der Ost- und Westküste findet man weiße Sandstrände. Entlang der Westküste verläuft zudem eine flache Hügelkette, 6 bis 15 Meter hoch. Die Bucht an der Nordküste hat ebenso einen Sandstrand. Dort legen Meeresschildkröten regelmäßig ihre Eier ab. Das Inselinnere besteht aus flachem Marschland. Die Insel befindet sich in privatem Besitz, für 8 Millionen Dollar kann man sie kaufen. http://privateislandsonline.com Hoffmannki Diese unbewohnte Insel in der Mitte des Inselbogens ist nur wegen des Blueholes erwähnenswert. Dieser rundliche Binnensee hat einen Durchmesser von 200 Metern. Besucher können vom Rand aus einen 6-Meter-Sprung in das Wasser machen. Little Harbor Key, diese Insel, hat einen der bestgeschützten Häfen der Inselgruppe und war früher ein bedeutender Fischereihafen. Ende der 1930er Jahre und Anfang der 1940er Jahre bauten die Gründerfamilienhäuser nach eigenen Ideen und Ansprüchen, über die Insel verstreut und ohne Plan. Ende der 1980er Jahre wurden dann alle Häuser des Fischerdorfes von Baufirmen aus Nassau errichtet. Im Jahre 1992 zerstörte der Wirbelsturm Andrew alle diesen neuen Gebäude. Eine der Gründerfamilien waren die Daviles. Sie waren während des Sturmes in einem der neuen Häuser und konnten wie alle anderen nur das nackte Leben retten. Ihr altes Haus blieb aber stehen. In der Folgezeit entstand dort 1993, direkt am Meerfloss Strandbar. Little Stöpke ebenso wie die Nachbarinsel befindet sich auch diese Insel im Privatbesitz. Die Royal Caribbean Cruise Line schickt dort ihre Kreuzfahrtgäste an Land. Little Wilkie Little Wilkie ist 38 Hektar groß. In den 1930er Jahren wurde sie von Wallace Groves ausgebaut. Heute gibt es dort ein Flugfeld für zweimotorige Propellermaschinen und eine Basis für Wasserflugzeuge. Neben der Einfahrt in die Marina findet man eine kleine Kirche. Drei Häuser werden vermietet, dort finden bis zu zwölf Personen Platz. http grätz Herbki, Diese Insel war schon immer bewohnt, zuerst von Lukaja-Indianern, dann von spanischen und englischen Eroberern. Während des Zweiten Weltkrieges waren dort amerikanische Truppen stationiert, danach stellte die US Air Force dort eine Satellitenbeobachtungsstation auf. Auf dem Grätz hörbki wurde im Jahre 1863 vom Imperial Lighthouse Service ein Leuchtturm erbaut, der seit neuerer Zeit mit Solarstrom betrieben wird. Angeblich lebt dort ein Hausgeist. Während der Regierungszeit des englischen Königs William IV. wurde der Ort Williamstown geplant und vermessen. Freigelassene Sklaven sollten dort eine neue Heimat finden. Es wurde aber nur das Zollgebäude gebaut. Weitere Entwicklungen unterblieben, weil der Boden für Anpflanzungen ungeeignet ist. Die Börtrimskof ist eine schöne, 600 Meter lange Strandbucht. Vor der Insel liegt ein unbekanntes Schiffswrack. Im Jahre 1977 kaufte Nederlands Caribbean Line die Insel von BLCH Oil Company und errichtete als erste Kreuzfahrtgesellschaft eine eigene Insel für ihre Kreuzfahrtteilnehmer. 1988 würden die bestehenden Anlagen ausgebaut. Heute gibt es dort für die Gäste zwei Bars und ein Restaurant. Auf dem Strohmarket werden T-Shirts und Andenken verkauft. Am Strand stehen 800 Sonnenschirme und 1000 Liegestühle. Zum Freizeitprogramm gehören Bogibots mit Fenster zur Beobachtung von Fischen, Flöße, Kajaks, Paddelboote, Barasegeln, Schnorchelausrüstungen für 300 Gäste und Segelboote. http Anreiseflugplätze findet man auf den Inseln Chabki, Sestanki, Gretabaki, Little Wilki und Wilki. Auf den Inseln Schapki und Gretabaki befinden sich größere Marinas. Mit dem Flugzeug Big Wilki Airstrip, ATA Code BWC Code MÜPF, Landebahn 0624, 4200 x 60 Feet, 1386 x 20 Meter, 25 24.06N, 77 Gradzeichen 47, 20 Watt, Telefonnummer 359 3467, Privat, Besucher sind nicht willkommen. Tschapki Airport, RATA Code CCZ ikau Code MÜBG Landebahn 1129, 5000 x 78 Feet, 1650 x 26 Meter, 25 Grad Zeichen 25.02N, 77 Grad Zeichen 52, 51 Watt, Fraziers Hockey, Telefonnummer 325, 5788, Privat, Pass- und Zollabfertigung im Winter von 9 bis 17.30 Uhr, im Sommer von 9 bis 18 Uhr. Sistan Key Strip, 2400x90 Feet, 795 x 30 Meter, Landebahn, geschlossen. Gräthaber Key Airfield, RATA Code GHC 4.536 X100 Landebahn, Telefonnummer 367 8566, Privat, Pass- und Zollabfertigung. Little Wilkie Airstrip, ICAO Code, MÜBX, Landebahn 0725, 2000 x 50 ft, 660 x 17 m, 25° 26.58 n, 77° 45. 32 Watt, Telefonnummer 359-3467. Privates Flugfeld, uneingeladene Besucher sind nicht erwünscht. Die Flugzeit von Shapki Airport nach Nassau beträgt 20 Minuten, von Grät Harbour Airstrip nach Nassau 20 Minuten. Island Air Charters Telefonnummer 800 444-9904, in den Bahamas Telefonnummer 359 8842, Fax 954 760-9157. Charterflüge von Fort Lauderdale nach Postboot das Mailboot Captain Gurdin legt hier freitags und sonntags an. Es fährt von c Point Ebekio über Moss Island, nach Nassau.